Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal, denn wir spielen EA Sports PGA Tour und wir sind hier am Abschlag der Nummer 10, denn wir wollen die Back 9 spielen in Quail Hollow, wo dieses Wochenende vom 4. bis zum 7. Mai die Wells Fargo Championship stattfindet. Und dann ist es so eine kleine Tradition, soll es jedenfalls hier werden, Plätze, die im Original gespielt werden am Wochenende, da werden wir eine kleine Einspielrunde spielen, damit ihr praktisch auch mal die Bahnen hier im Spiel seht, wenn eben der Platz hier bei uns auch dabei ist. An der Stelle möchte ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass natürlich, und jetzt muss ich mal kurz gucken, weil es steht ja auch auf der EA Sports Seite, dass natürlich hier diese 30 Golfplätze, die zum Start dabei waren, sind natürlich nicht die letzten. Es soll ja dieses Jahr noch kommen, und zwar rechtzeitig zu den Majors, die Plätze Oak Hill, The Los Angeles Country Club, Royal Liverpool. Und meines Wissens soll auch noch im September dann der Platz hier dazukommen für den Ryder Cup, der ja dieses Jahr wieder mal in Europa stattfindet, und zwar in der Nähe von Rom, wenn ich richtig weiß, Italien. Und da bin ich auf jeden Fall mal auf die neuen Plätze gespannt und ihr mit Sicherheit auch, was hier alles dann noch im Laufe des Jahres hier auf uns zukommt zum Spielen. Und Spielen ist jetzt das Stichwort. Wir legen los, denn wir wollen ja hier die Back 9 noch spielen. Wir gucken nochmal ganz kurz hier auf die Scorekarte. Ihr habt es gesehen, die ersten Löcher waren nicht gerade ganz so grandios. Ich habe mich dann unheimlich schwer getan hier an der 2. Da waren wir, glaube ich, sogar in Regulation drauf und haben den Daily Quest geknackt. Aber dann das Putten hat mir doch tatsächlich hier am Schluss das Triple Bogey eingebracht. Aber nichtsdestoweniger konnten wir uns hier dann doch langsam reinfuchsen, und an der 7 haben wir dann doch noch ein schönes Birdie gespielt. An einem wunderschönen und mir auch wirklich bekannten Par 5. Das ist wirklich ein sehr interessantes Loch, und wir machen jetzt hier den kleinen Überflug, um zu gucken, wie sich jetzt dieses Par 5 hier darstellt. Mit 610 Yards, ordentlich. Wir haben natürlich hier den Bunker in der Landezone. Und da wir ja sowieso im Prinzip das Grün nicht erreichen können mit dem zweiten, würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt hier... Es geht eh gerade runter. Dass wir uns hier versuchen, mit dem Holz in sichere Regionen zu bewegen. Wir haben schon gemerkt, dass wir ja jetzt hier im Tour-Modus, im Gameplay-Modus Tour spielen. Da müssen wir dann auch vorsichtiger sein, was das Thema Shapen angeht, Shot-Shaping. Und mit den Fades und Draws tun wir uns ein bisschen schwer. Deswegen versuchen wir, wenn möglich, hier dann doch gerade Schläge. So, das heißt, das waren die Probeschwünge. Wir legen los und ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. So, das war wieder ein ordentlicher Schwung. Und der Ball liegt da, wo ich ihn haben wollte, kurz vorm Bunker. Ja, damit können wir gut leben, damit können wir arbeiten. Oh ja, jetzt sollten wir eigentlich auch wieder eine Kurve spielen. Das sehe ich jetzt gerade, weil hier müssen wir über die Bäume, aber ich glaube, da kommen wir drüber, wenn ich das richtig sehe. Ist also immer ein bisschen schwierig, doch das müsste gehen, und der Wind treibt den dann rüber. Also versuchen wir es so, wieder mal den Probeschwung, damit wir hier einigermaßen ordentlich mit dem Stick auf die Linie kommen. Man sieht es, dass es da rechts unten immer anzeigt, dass er dann doch, ja, der passt. Okay. Ja, zieht links rüber. Oh, was ist mit dem Bunker? Kommt er ins Spiel? Nein. Und bleibt er im Fairway? Er bleibt auch im Fairway. Somit passt das. Guter Schlag. 89 Yard bis zum Stock. Frank, this looks like a tempting opportunity here at the par 5 10th. There's a little ridge in the middle of the green on that left side. And that'll kick the ball to the right. So you've either got to be short of it or past it. Ja, man sieht es, das sind zwei Plateaus. Hier geht es ein bisschen hoch. Hier geht es ein bisschen hoch. Und die Frage ist halt, 60er Wedge. Das 60er da hinten reinspielen. Dann wird er uns aber, Approach.
Dann wird er uns aber ganz schön spinnen, habe ich den Eindruck. Deswegen müssten wir hier diesen Knockdown machen, wenn ich richtig weiß. Der Knockdown soll eigentlich dafür sorgen, dass er liegen bleibt. Aber die Frage ist halt, wie weit er fliegen muss dazu. Wir werden es gleich wissen. So, bleibt er liegen? Oh, der fliegt weit. Oje, oje. Oje, oje, oje. Der fliegt weit. Not very good at all. That could cost him. Yeah, hindsight's 20/20. You just wish you took the shorter club now. So, ich bevorzuge in dem Fall den Flop. So, yep. Und zwar ein bisschen länger. Gut. Dann versuchen wir hier noch das Pärchen zu retten, nachdem ja der Dritte uns doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Oh je, es geht wieder ganz schön bergauf. Das heißt, wir werden wieder den Marker nach hinten schieben, damit wir auf jeden Fall mehr Speed haben. Aber wir sehen, wir haben eigentlich wenig Break. Da dürfte eigentlich wenig passieren. The 11th hole was lengthened in recent years, making this a pretty challenging par 4. What do you think, Frank? It is, Rich. The two bunkers down the left side are almost all the distances that you would think of if you lay up or you go for it with a driver. So you have to respect that and just go a little right. It's a lovely tee shot, the way in which it flows in amongst the trees, though, on either side. And a deceptively quick green from back to front. So, ein Par 4 mit 443 Yard. Natürlich sind hier wieder die Bunker in der Landezone. Und auch hier müssten wir eigentlich den Draw spielen, den wir ja nicht hinbekommen. Ja, das ist jetzt wieder die Frage. Wir haben 277, wenn wir hier den Ball wirklich zum Liegen bringen. Dann haben wir doch noch ordentliche 180, 160, 70 Yards. Ja, es hilft nichts. Es hilft nichts. Wir müssten wirklich versuchen. Der Wind kommt leider von links. Okay, okay. Das ist gerade. Und wenn ich den jetzt ein bisschen rüberziehe. Okay. Ja, ich muss mal überlegen, ob man das andersherum macht, dass ich die Kurve so wickel, dass ich mit meinem Schwung eigentlich in die Kurve komme. Ah ja, okay. Oh ja, das ist zu weit weg. Das ist auch zu weit weg. Es ist interessant. Okay. Zu weit rechts. Ich glaube, der hat keine. Ja, doch ein bisschen hat er die Kurve genommen. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. Ja, ist halt Risiko. Das Risiko wird natürlich größer. Ist natürlich auch beim echten Golf so. The second shot here at 11 is anything other than straightforward. There's a bit of a ridge in the middle of the screen, so there's a tendency for that ball to roll around a little bit. Be precise. Ja, wie gesagt, ist ja auch im richtigen Golf so, dass man, wenn man natürlich versucht, Kurven zu spielen, dass man immer Gefahr läuft, dass man die Kurve entweder gar nicht spielt, der Ball gerade fliegt, weil man muss sich ja auch ein bisschen anders ausrichten, um praktisch ja, die Kurve zu erzwingen. Und wenn man dann natürlich nicht sauber trifft oder die Schwungebene nicht sauber halten kann, dann läuft man Gefahr, dass man entweder dann die Kurve überzieht, zum Beispiel dann auch ruckzuck huckt den Ball, oder dass er halt ja, geradeaus wegfliegt. Ich meine, ist ja auch so, dass es eben dann schon ein bisschen schwieriger ist. Die Frage, die ich mir jetzt gerade natürlich stelle, reicht uns hier ein Eisen 6, um den hier reinrollen zu lassen? Reicht uns das Eisen 6, um den da reinrollen zu lassen? Wir werden es einfach mal versuchen, ihn gerade durchzuziehen. Viel Schmackes. So, was passiert, wenn er aufkommt?
Ah ja. Und damit können wir eigentlich zufrieden sein. Deswegen hat er auch so ein Grinsen im Gesicht. We turn to Notabegay the third for this look at birdie. Ja, aber jetzt sehen wir, wie das volle Programm. Opportunity slipped through the cracks on the front side, so we'd love to take advantage here. Wir haben jetzt natürlich wieder beide Richtungen. Es geht bergab und wir haben ein ziemliches Break hier nach rechts. Und bergab haben wir 10 Inches. So, ich gehe mal hier auf 2 Kästchen. Kürzer. Und vorhin ist er uns ziemlich nach rechts weggerollt. Deswegen werde ich den jetzt hier sehr weit oben anhalten, dass er hoffentlich dann hinrollt. Aber ich überlege ein bisschen mehr. Ja, okay. Ah, jetzt bleib liegen. Ja, das ist klar. Er bleibt natürlich jetzt nicht liegen. Jetzt hätten wir doch ein bisschen weniger Gas geben müssen, weil wir oberhalb des Lochs vorbeigerollt sind. So, jetzt haben wir natürlich das ganze bergauf. Das ist jetzt die andere Richtung. Aber bergauf ist immer leichter zu putten vom Prinzip her. Ja. So viel Break ist es nicht. Aber er nimmt natürlich am Anfang das Break nicht an groß. Yep, good par save right there. He knew that came back to his left and he put it on a perfect line. Par 4 12th hole is pretty to look at, but you can't stare at it too long, Frank, because it demands all of your attention. Very much a corridor of a par 4 down there. I don't think you have to hit driver down here. You see a lot of players in the tournament, they'll only hit 3 wood, just find the fairway. Ball will kick a little bit to the right. The reason why you don't want to miss this fairway or mess with the trees is because this green is built up and it has the two bunkers that narrow the front entrance. So a fairway you must find. Ja, man sieht schon, dass die Fairways hier nicht besonders breit sind. Also sie sind schon sehr schmal hier, die Landezonen. Also hier deswegen auch, hat man jetzt hier, glaube ich, auch komplett auf die Bunker verzichtet, da wir ja hier diese Bäume haben. Und das bedeutet eben, wenn wir hier nicht sauber im Fairway liegen, dann wird es schwierig, hier um die Bäume herumzukommen, um das Grün wirklich dann auch mit dem nächsten Schlag erreichen zu können. Der Wind wird uns den Ball nach links tragen, aber man sieht, dass das Fairway nach rechts hängt. Das ist eigentlich im Prinzip ganz okay. Und das unterstützt eigentlich jetzt den schön geraden Schwung, weil er wird dann links reingehen und wird dann aber geradeaus, also praktisch das Fairway runterrollen. So wäre der Plan. Wir können mal spaßeshalber hier einen etwas flacheren Schlag machen, um zu sehen, ob er dann auch mehr rollt. Ja, geht leider ein bisschen nach links, glaube ich. Und ob der jetzt nach rechts genug springt, er bleibt im First Cut liegen. Aber ich glaube, wir sind unter dem Baum, sodass wir gut den zweiten Schlag machen können. Ja. So, jetzt muss man natürlich wieder wissen, klar, First Cut, wir haben etwas mehr Gras und mehr Gras bedeutet eigentlich, dass wir weniger Spin drauf kriegen und das heißt, der Ball müsste mehr rollen. Das Achter bleibt sowieso relativ schnell liegen. Aber ich will auf jeden Fall auf dem Grün liegen bleiben. Man sieht, dass hier so eine kleine Welle drin ist, also so eine kleine, ja, wo es alles hier rechts rüber läuft. Der Wind, okay. Okay. So, geschwungen war es gut. Haben wir Glück und er springt nach rechts. Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall bleibt er schön liegen, das ist gut. Don't have to be a little careful with this one. It's for birdie. So, diesmal haben wir wenig Steigung. Es geht, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen bergab. Das heißt, wir müssen so ein Buschen hinter. Ja, so. Also von der Länge her müsste es dann schon mal passen. Jetzt haben wir natürlich wieder das berühmte Break. Und die Frage ist, wie viel?
So, wir gehen lieber ein bisschen nach links. Ja, es ist gar nicht so viel. Oha. Warum rollt denn der jetzt so weit durch? Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Jetzt bin ich doch leicht irritiert. Nochmal schauen. Aha, es geht hier bergauf. Okay. Okay. Aber wenig Break. Linke, rechte Lochkante. Mit genügend Power, dass er gar nicht erst groß zum Breaken kommt. There. He gets that to fall, and it's a third consecutive par here to begin his back nine. Par 3, 13th hole, 208 yards, and this begins a series of holes that will test even our best players. And the fast green on top of it, you know, Quail Hollow, Rich, as we know, is some of the quickest greens on the PGA Tour. Anything above this, above the hole on this green is going to be very, very fast. Also the right side of this green, if you look carefully, if you try and hit your iron shot of the right side, it has a tendency to kick further right, and more than often it actually rolls off the green. Ja, auch hier wäre der Schlüssel, erstmal aufs Grün zu kommen. Eisen 5 braucht eigentlich nicht mehr. Das 6er wird definitiv nicht reichen. Das 5er muss zum Liegen kommen. Tja, und hier sehen wir auch, dass es da überall ein bisschen runter geht. Also es sollte irgendwo hier landen. Wir werden dann ein kleines bisschen nach oben gehen, etwas ihn höher anspielen. Ja, das war ein bisschen überpaced. Das war etwas überpaced. Der bleibt definitiv nicht, denke ich, auf dem Grün liegen. Nein. Gut, ist aber jetzt kein Beinbruch. Ist kein Beinbruch, er möchte chippen. Das möchte ich eigentlich nicht. Also chippen möchte ich nicht. Ich komme mit den Pitches besser zurecht. 10 Yards, wir gehen auf 7. Es geht aber ein bisschen zum Loch runter. Wir gehen auf 6, denn wie gesagt, er hat wenig Spin. Ach, das will er gar nicht. So. Deutlich zu viel. Deutlich zu viel. Aber wir haben ihm die Chance gegeben zu fallen. That would be quite a challenge from there to get away with his par. If he can make this, I'll just take it. Run to the next hole. Ja, es geht berghoch. 2 inches. So. Aber da haben wir natürlich ein ziemliches Break. Das können wir nicht einfach so durchspielen. So. Ja, der geht links vorbei. Es war dann doch zu wenig. Ja, und der Putt ist auch noch nicht drin. Weil wir hier definitiv wieder ein ziemliches Break haben. Ja, wir haben das Grün verfehlt und dann natürlich halt wieder mit den 2 Putts haben wir natürlich das Bogey notieren müssen. Exactly. And a lot of people just sort of pull the head cover off the driver when they try and fly it on the front edge of the screen. You actually don't have to do that. You can take a 3-wood, land the ball about 30 or 40 yards short and just let the ball run just short of the green. And it's a fairly straightforward up and down of just about anywhere on the screen. If you hit driver, you've only got one chance. And that has to be perfect. Ja, er hat natürlich recht. Wenn man hier ordentlich reinkommt, dann kann der Driver bis runterlaufen. Das ist auch so ein Drivable Par 4. Auch an das erinnere ich mich. Ist klar, 309 Yards. Aber die meisten landen dann da hinten in dieser Kuhle vor dem Bunker sehr häufig.
Und dann muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil ihr seht, auf der linken Seite vom Grün ist es ziemlich rot. Das heißt, wenn man hier das Grün nicht sauber trifft, der Ball rollt durch, dann ist er nicht zu halten. Sobald er da über diese rote Fläche rollt, wird er ins Wasser rollen. Es ist ein Par 4 mit einem Wedge und dann haben wir Backspin, hoffe ich. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite wollen wir ja auch ein bisschen was lernen. So. Ja. Okay. Auch an der Stelle werden wir versuchen, den Ball gerade da auf den Bunker hinzuschlagen. Wir machen wieder den Probeschwung. Haben wir sowieso, glaube ich, vorhin ein bisschen zu wenig gemacht. Probeschwünge. Das wäre gut. Ich glaube, der ist ordentlich gestartet. Jedenfalls sieht die Linie gut aus und er müsste nach links springen. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So a big drive and not much needed to carry here for his second. Ja. So, man sieht eigentlich, dass sich hier eine kleine Welle befindet. Vor dem Grün. Auch hier würde sich eigentlich wieder der Lobshot anbieten. Dass man dann hoffentlich gut zum Liegen bekommt. Nochmal schauen. Weil der sollte ja hoffentlich nicht allzu weit durchrollen. So, wir stehen unterm Ball. So wie es aussieht, stehen wir unterm Ball. Das heißt, tendenziell müsste er dann ein bisschen nach links fliegen. Deswegen werden wir jetzt hier den Stock auf der rechten Seite anvisieren. Mit diesem Schlag kann man sehr zufrieden sein. Gibt uns die Chance. Gibt uns die Chance, das Bogey von gerade eben wieder zu egalisieren. Es ist eigentlich ein gerader Putt. Wie immer bevorzugen wir dann ein bisschen mehr Speed, damit er die Linie hält und nicht wegkippt. So. Linke Lochkante. Und dann ist das Birdie notiert. 15th hole, the par 5 is 577 yards and a chance here to really turn the momentum in your favor. You're right, Rich. Very much a swing hole because eagles are in play, sixes and sevens are also in play. Requires a long tee shot. You could say that on any par 5, but a long one downhill is going to go even further. And then if you've got the ability to hit your second shot very, very high, if you can do that, you can carry the front bunker and then you start to bring eagle in play. But err with a tee shot or err with a second shot, and sixes, sevens, anything's in play. So. 501 Yard. Das Spannende ist natürlich ganz klar hier an dieser Bahn, dass man dann hier mit dem nächsten Schlag hier drüber muss, um das Grün angreifen zu können. Und es geht natürlich berghoch. Auch hier sollte man dann eben auch schauen, dass man den Ball ordentlich ablegt, denn den Berg hoch zu schlagen, beziehungsweise wenn der Ball im Hang liegt, dort wo die rote Markierung ist, hilft einem natürlich, den Ball in die Luft zu bringen, aber ist eben auch nicht ganz so einfach vom Stand. So, im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir etwas Windunterstützung. Und bis zu den Bunkern sollten wir eigentlich nicht kommen, weil da geht es einen Berg hoch. Dann müsste der Drive dann so ein bisschen links rüberlaufen. Wenn wir überhaupt so weit kommen, das ist die Frage. Aber ich sehe jetzt nicht das Problem, dass wir hier einfach einen geraden Drive machen. Also hier müssen wir keine Kurve spielen, ich wiederhole es gerne. Also in dem Gameplay-Mode, da ist es nicht so einfach, die Kurven zu spielen. Also Putten und Kurven ist hier wirklich, ja,
Muss man üben, sonst fällt man hier doch ein bisschen auf die Nase. So, die Schwungebene war wieder gut, so wie es aussieht. Und deswegen fliegt der Ball auch ordentlich gerade und kommt erst gar nicht mal bis zu den Bunker. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. So, wir haben anscheinend die Option, das Grün haben wir nicht. Wir haben keine Option, das Grün anzugreifen. Deswegen lassen wir das auch. Wir geben unserem Caddy das Holz 3 zurück. Er soll es bitte wieder ins Back stecken. Und wir schauen mal, ob wir mit dem Eisen 4 dort hochkommen. Übers Wasser werden wir definitiv kommen. 213, 274, 213, dann wäre das nochmal eine Wedge. Aber auf der anderen Seite... Ja, wir werden den ein bisschen flacher spielen, damit er ein bisschen den Berg hochrollt. Ne? Also das ist natürlich klar, wenn der in den Hang kommt, dann wird er liegen bleiben. So, der ist ein bisschen flacher und ich hoffe, dass er ein bisschen hochrollt. Ja, das ist okay. Liegt Mitte Fairway, 66 Yards, das ist eine Wedge-Distanz. Aber ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Aber ich glaube, mit dem Schlag hat er ein bisschen weniger Spin. Vorhin haben wir es mit dem Knockdown probiert. Das ging ja böse in die Hose. So, jetzt muss ich gucken. Approach. Ups, falsches. So. Approach, ja, das ist... Er würde dann unheimlich Backspin kriegen. So, man sieht, dass da auch ein Hang ist, wenn ich das richtig sehe. Ja, der kommt dann sowieso runter. Ist natürlich absolut richtig, dass es einfacher wäre, den Ball bergauf zu putten. Wenn wir hier wieder bergab putten müssen, dann haben wir wieder Probleme. Auf der anderen Seite bin ich einfach nur froh, wenn wir auf dem Grün liegen. Aber es ist halt eben nicht so einfach auf dem Grün. So, wir schauen, dass wir den ein kleines bisschen höher anspielen. Und bleibt er liegen? Nein, er zieht natürlich. Und wir haben eine False Front. Okay. Jetzt die Frage, pitchen, chippen oder Texas Wedge? Ja, mit dem Texas Wedge bin ich auch noch nicht ganz so glücklich. Da habe ich auch noch keine so richtige Erfahrung mit der Entfernung. Der Chip würde ich jetzt lieber machen mit einem 50er Wedge. Dann müsste er eigentlich besser rollen. So, es geht ja bergauf. Wir wollen auf jeden Fall rechts von der Fahne bleiben. Und roll, 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 roll. Nee, oder? Oh, is that any good? Perfect. That was tracking pretty well too. That could have gone in for the same price. Okay. Auch damit müssen wir leben. 2 Fuß, kann das sein? So that's in for par, and he will remain at 3 over for his round. Now to the 16th hole. It is a better than 500-yard par 4, and it begins what they call the green mile. It is as tough a finishing stretch as you will find anywhere in golf. And it's also beautiful to the eye when you stand on that 16th tee. It does play downhill nearly 10 yards, so that bunker on the right side is 320. Take away the 10, so it's about 310 to carry. If you can take that line, you will choose so much off this hole. And then the second shot also is a little down breeze and it has like an infinity edge. You can't see the back of this green. What a great way to start the green mile. So, das sieht nicht so aus, als müssten wir uns Sorgen machen, dass wir den Drive bis ins Wasser jagen. Das glaube ich jetzt hier nicht. Das geht zwar bergab,
aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, dann werden wir den einfach mal gerade wieder durchziehen. Ja, geht ein bisschen nach rechts, aber nee, nicht bis zum Bunker. So, 274 Yards Carry und viel Roll macht er nicht. Der fällt doch relativ runter. 293 Yards. Ist natürlich, wie gesagt, der Tatsache geschuldet, dass es bergab geht. Ach du Schande, noch 219. Ja, ist klar, natürlich, das Ding liegt ja auch ganz hinten. Eigentlich wollen wir hier nur aufs Grün kommen. Eisen 5 müsste da noch ein bisschen rollen. Dumm. Ja, ein Sechser ist zu wenig, der bleibt sofort liegen. Und wir werden auch ein bisschen kürzer sein, aber ich habe auch keine Lust, hier eine Kurve zu spielen mit dem Wasser. So, er wird uns eher den Ball nach... Ja, okay. Okay, was macht er? Bleibt er liegen? Er bleibt liegen. Es scheint ziemlich weiche Grüns zu sein. Da wird dann relativ viel absorbiert. That's well played. And now a good look at birdie. Ja, a birdie putt, birdie. Now at 16. Yeah, it's just very slightly up the hill. I don't think it's going to move more than a ball or so to the right. So, es geht uphill, aber nicht allzu viel, 4 inches. Vorhin haben wir ziemlich drüber geputtet. Wie gesagt, Ziel muss es sein, einfach ans Loch zu kommen. So, er bewegt sich jetzt wieder hier am Anfang viel. Dann ist es ein bisschen wieder ruhiger, geht es in ruhigeres Fahrwasser. Aber ich habe trotzdem hier ein bisschen das Gefühl, dass der mir wieder ein bisschen zu lang läuft. So, komm rum. Yeah, that's a bit more like it. It's a birdie and back to plus two now for the round. Also ein Birdie an der 16 ist schon herzallerliebst. Now you take a look at this 190-yard par 3 17th almost entirely over water to that green. Take a deep breath, refocus and hit a shot. Ja, das sind doch Grüns bzw. Par 3s, die man liebt. Es sind ja auch nur 209 Yard. Oh je, 209 und Eisen 4 wieder. Und mit dem Eisen 4 kommen wir gerade mal bis zum Stock. Das heißt, eigentlich kommen wir gar nicht hin und wir haben noch Gegenwind. Ach du Schande. Und mit dem Hybrid sind wir zu lang. Oh je. In der Hoffnung, dass wir im Zweifel im Bunker liegen. Aber auch der Bunkerschlag wird dann nicht einfach. Ja, wir müssen Gas geben. Es hilft nichts. Wir müssen Gas geben in der Hoffnung, dass wir hier rüberkommen. So, okay. Ja, jetzt sind wir sogar richtig flott. Und bleibt er liegen. Da geht es ein bisschen hoch, dass er wegen rumrollt. Okay, wir haben zumindest ein Green in Regulation. Yeah, he was begging for it to go. Didn't quite have enough to reach the back of the green, but it'll be a birdie putt regardless. Ja, dafür liegen wir auch am anderen Ende des Grüns. Golf course, though it is for birdie. So, der einzige Trost in der ganzen Geschichte ist im Moment, dass es relativ eben ist. Das heißt von der Länge her. Aber wir sehen da hinten. Jetzt muss ich gerade mal gucken, warum können wir hier jetzt nicht so? Okay. Also wir sehen. Ja, wie wir sehen, sehen wir es ganz schlecht. Also hier auf dem letzten Teil, da gibt es eine kleine Welle. Das sieht man in diesem blauen. Da geht es dann ein bisschen runter. Ja, das ist klar. Man sieht es doch. Hier auf dem letzten Drittel geht es runter. Das heißt, dann kriegt er noch mal ein bisschen Speed. Und jetzt muss ich schauen, haben wir viel Platz hinten dran. Ja, zwischendurch geht es mal ein bisschen hoch. Ja, eigentlich müssen wir ein bisschen, es geht runter. Also eigentlich müssen wir in die kürzer spielen. So. Und es geht die ganze Zeit nach rechts. Also die Frage ist, wo spielen wir den hin?
Das sind 2, 3. Ja, auf 93 Fuß. Okay, aber dann kommt er kaum noch in den Hang. Naja, wir werden sehen, was passiert. Okay, er nimmt das Break jetzt schon an. Er läuft jetzt dahin. Jetzt geht es einen Berg runter. Und er bleibt nicht liegen, oder wie sieht's aus? Oh, 4 Fuß. Oh, ich glaube, das ist okay. Damit kann man leben auf über 90 Fuß. Das sind 30 Meter gepattet. Und wir haben immerhin die Chance. Es geht ja wieder bergauf und das hilft uns mit wenig Break. Und das hilft uns eigentlich hier diesen Putt zu lochen. Sehr schön. That's a sure 3-putt for most, but he'll get out of here with a par. Here we go, the par 4 18th, the final 494 yards of this green mile. And it is no walk in the park, is it, Frank? No, and the decision you have to make on the tee as well, Rich. You can see the stream all the way down the left side, plus the bunker on the right. So the decision is, do I hit 3-wood or something just short of the bunker, around 290 yards? Or do I have a club that can go 320 to the narrowest part of the fairway? So, fairway, longer shot, risk, shorter shot, your decision. 496 Yards und das für ein Paar 4. 496 Yards. Mhm. Und dann haben wir hier die ganze Zeit diesen kleinen Creek auf der linken Seite. Ja, auch an diese Bahn kann ich mich gut erinnern, aber es sieht natürlich immer ganz anders aus, als wenn man die hier vom Abschlag und dann spielt. Ja gut, wir haben ein bisschen Rückenwind, aber das wird jetzt hier nicht so viel ausmachen. Aber wir würden doch mal versuchen, den Ball hier mit einem Low zu spielen, damit er ein bisschen mehr Roll hat. Denn wir spielen ja nach unten und je weiter wir nach unten spielen, desto mehr fällt er runter und das heißt, dass er eben keinen Roll bekommt. Wir werden das Ganze so versuchen und dann sehen wir mal, was das Ganze uns bringt. So, ein bisschen über Paste, aber das ist okay und er rollt noch ein bisschen, auch das ist okay, 271, 291. Aber jetzt geht's bergauf, 14 Fuß. Frank, what's the key? A nice high shot that just holds from that left side would be perfect. But it's so hard to get the ball all the way back because this second shot is played slightly uphill, nearly 3/4 of a club. Ja, wir sehen es natürlich, dass wir hier auch ein Plateau haben. Hier haben wir eine False Front. Das heißt, die Fahne steckt natürlich erstmal von der Länge ganz, ganz hinten. Sie steckt auch noch auf der linken Seite, wo man natürlich ganz vorsichtig sein muss mit dem Draw. Und wir müssen natürlich hier dieses Plateau hoch. Gut, vom Wind her, wie gesagt, das macht wenig aus, aber Mitte grün wäre eigentlich wichtig. Und die Frage ist halt, mit dem Fünfer hätten wir die Chance, dass er eventuell hier hochrollt. Weil das Vierer glaube ich fast nicht. Bei dem Vierer habe ich so das Gefühl, da wird er drüber hinausrollen. Wir werden das mit dem Fünfer probieren. Ah, der Wind wird etwas stärker. Der Wind wird etwas stärker. Und er geht ein bisschen nach links. Hä? Ja, das wäre jetzt nicht verkehrt. Und jetzt liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben. Ah, sehr gut. Okay. Fringe ist okay. So, normalerweise würde ich jetzt so einen Ball eigentlich eher putten. Wie war denn vorher unser Chip? War denn unser Chip vorhin gut? 54er. Ja, okay, das geht natürlich bergab, ne? Also der Ball wird rollen, wenn wir den chippen. Der Ball wird rollen. Ja, damit bin ich soweit zufrieden. Frank, what do you think? I certainly do. It was so good. Ja,
Also ich glaube, da kann man jetzt nicht mosern. Wir haben dem Ball die Chance gegeben und trotzdem liegt er gut in der Entfernung für uns, um hier das Loch als mit Par zu beenden. And that will finish off a two-over round of 73. Frank, once again, we saw a lot of outstanding golf here at Quail Hollow. And we saw why this is such a great driver's course, Rich. The fact that so many holes bend in different directions, the ability to hit the correct tee shot, and the reward you get when you do it. Quail Hollow certainly stands up to the best in the country. We enjoyed it from the tower. For Frank Nabilo, I'm Rich Lerner, saying so long. Until next time. So, Freunde, also das war die Back 9 Quail Hollow Club hier in North Carolina, near Charlotte. Und da findet ja jetzt das Wochenende hier vom 4. bis zum 7. Mai die Wells Fargo Championship statt. Ihr habt jetzt also einmal die Front 9, einmal die Back 9 gesehen. Und wir haben heute mal gespielt im Modus nicht Pro, sondern im Tour-Modus. Und das war eine deutlich größere Herausforderung. Deswegen sehen wir es auch gleich hier an der Scorekarte mit den ersten beiden Bahnen, wo wir uns gleich hier an der 2 ein Triple Bogey eingefangen haben, obwohl wir ein Green in Regulation hatten. Also ich will gar nicht drüber reden. Aber ich bin der Meinung, wir haben das dann doch ordentlich dann noch gewuppt. Noch ein Bogey hier an der 13, aber mit drei Birdies haben wir zumindest die beiden Bogeys und noch einen Schlag aus dem Triple Bogey zurückgeholt. Und am Schluss hier mit einer Plus 2, denke ich, hier vom Platz zu gehen, ist doch ganz, ganz ordentlich. Jedenfalls Fazit, man muss definitiv in diesem Spielmodus, in diesem Gameplay-Mode, muss man definitiv die Kurven, die Shapes einfach üben, dass man die sauber durchschwingen kann. Es hilft nichts. Und das Zweite ist natürlich die Sache mit dem Putten. Und hier ist ganz, ganz wichtig, ein bisschen ein Gefühl herauszubekommen, wie viel Kästchen muss ich nach hinten gehen für einen Fuß, wie viel muss ich nach vorne gehen, wenn es bergab geht, einen Fuß. Und die seitlichen Breaks sind halt einfach so eine Sache. Da muss man auch Gefühl dafür entwickeln, wenn es so und so läuft, wie viel Kästchen muss ich links oder rechts dann arbeiten, damit ich dann doch einigermaßen an den Stock komme. Und das ist das Wichtigste, hier die Länge mehr üben vielleicht als die Richtung, damit ihr einfach dicht an den Stock kommt. Das hier mein Fazit für diesen Platz. Ich finde ihn interessant, ich finde ihn sehr, sehr schön. Man kann ihn gut spielen, aber wie gesagt, man muss sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. So oft muss man die Kurve ja gar nicht können und die Grüns sind, ja, ich würde sagen, herausfordernd, aber machbar. Nichtsdestoweniger darf ich mich an der Stelle wieder recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt mir doch auch einfach mal in die Kommentare, wie ihr jetzt diese Runde fandet. Jedenfalls auch in dem größeren bzw. im schwereren Spielmodus, wie euch das gefallen hat, wie ihr dazu steht. Und ansonsten, wenn ihr keine weiteren hier Folgen verpassen wollt, wäre es auch super, wenn ihr ein Abo da lasst. Nichtsdestoweniger sage ich wieder mal recht herzlichen Dank für eure Zeit. Und freue mich auf die nächsten Videos. Ich hoffe, ihr auch. Und verbleibe bis dahin euer Baden-Farmer und wünsche euch allen ein schönes Spiel.